Energieformen ineinander umwandeln? lächerlich. Warum? Ich habe geschrieben, cool, weil ein Newtonmeter eine Wattsekunde gleich ein Joule ist. Das heißt also, wenn ich mich jetzt, ich werde mich gleich darauf beziehen, wenn ich mich jetzt hiermit plagen wollte und sage, oh, wie geht denn potenzielle in elektrische Energie umzuwandeln? Naja, ganz einfach, ein bisschen nachdenken bzw. die Einheiten nutzen. Ich rede jetzt deswegen, damit hier oben die Links erscheinen. Und dann später die Links hier hinten, damit man sich in Ruhe das richtige Thema auswählen kann. Aber jetzt nochmal hier zurück. Wenn ich sage, die mechanische Energie, die potenzielle, was das alles ist, wird dann einzeln und ausführlich und einfach erklärt. Die potenzielle Energie wird in Newtonmetern angegeben. Puh. Und ich sage, ich will hinterher elektrische Energie haben, also diese vom Generator. Ja, dann kann ich direkt Newtonmeter in Wattsekunde umwandeln. Ich könnte auch, wenn ich hinterher noch damit einen Tauchsieder betreibe, gleich sagen, wie viel kommt da an? Na ganz einfach. So und so viel Newtonmeter habe ich hier zur Verfügung. Ich muss nicht erst umwandeln, paar Mal, sondern ich sage gleich Newtonmeter in Wärmeenergie Joule. Ja, und so einfach ist das, so einfach läuft das. Jetzt habe ich hoffentlich genug geredet, damit hier die Links schon erschienen sind. Nee, die, ach so, nee, 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 die müssen ja noch ein kleines bisschen auf sich warten. Jetzt bin ich ja mit der Kurzerklärung am Ende, aber jetzt müssten sie eigentlich da sein. Gut, also wie gesagt, einfach, weil man muss sich gar keine großen Gedanken machen. Wie das alles funktioniert, wird euch Spaß machen. Werdet ihr sehen. Ist einfacher als gedacht. Na denn.